Neuer Monat, neue Chancen, dass wir wirklich extrem krasse Produkte in der Drogerie finden. Und ich zeige euch die besten Produkte, die es jetzt neu in der Drogerie gibt, die sich wirklich lohnen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen eskaliert mit diesem Look. Ein sehr tragbarer Look für Sonntagmorgen um 7:52 Uhr. Hi. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass dieses Wochenende, was vor der Tür steht, jetzt ein bisschen besser wird für euch. Ich habe diesen Monat kein Drogerie-Update gemacht, deswegen machen wir das. Und es gibt wirklich sehr, sehr spektakuläre Produkte, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Und es ist auch nicht nur Make-up, sondern wirklich aus allen Kategorien die besten neuen Schätzchen. Diesen Look habe ich Tatsache, vor allem den Lidschattenlook, mit dieser Lavera-Lidschattenpalette gemacht. Ich habe ein Full-Face-Naturkosmetik gemacht und ich bin sprachlos. Falls das Video schon online ist, ich glaube noch nicht, ich glaube, es kommt nächste Woche, verlinke ich euch das. Guckt es euch an, ihr werdet ausrasten. Ihr werdet wirklich ausrasten. Mein Make-up ist ausgerastet, ich habe sogar mal meine gammlige schwarze Mütze weggemacht. Und falls ihr seht, was hast du denn da? Ich habe ein Pickelchen bekommen und ich habe ein Pickelpatch drauf gemacht und habe einfach Make-up rüber gemacht. So einfach kann es gehen. Okay, ich rutsche wie immer ein Stückchen zur Seite und wir schauen, was DM und Rossmann Neues haben. Wir starten bei DM und ihr seht es schon, ich habe auch schon ein bisschen Content dazu gemacht. Art Deco hat eine phänomenale neue Kollektion rausgebracht. Ich weiß nicht, ob diese Aktion noch gilt, dass wenn man ein Produkt über 10 Euro kauft, dass man dann einen Lip Liner oder einen Eyeliner gratis mitbekommt. Aber diese Beauty Box von Art Deco ist unglaublich schön. Das ist nur die Verpackung. Ihr könnt euch bei Art Deco ja die einzelnen Farben dann selbst zusammenstellen. Was ich persönlich eine tolle, tolle Sache finde, was einfach sehr viel Spaß macht. Und ein Produkt, was ich euch empfehlen kann für jetzt für die kommende Jahreszeit, für Weihnachten, für Silvester, für Weihnachtsfeiern, für Weihnachtsmärkte, für einen Elternabend. Vielleicht sollten wir mal ein Make-up für den Elternabend machen. Also dieses Glitzer-Spray, Diamond Beauty Dust, Raising Stars. Art Deco ist ein bisschen teurer, aber das ist ein Produkt, das kriegst du nicht leer. Also ich wüsste nicht, wie oft du das benutzen sollst und aussehen solltest, als hätte dich eine Fee mit Glitzer angesprüht. Das ist so ein Spray, wie so ein Vintage-Parfum mit so einer kleinen Pump-Ampulle obendran. Und dann kommt so viel Glitzer mit raus. Unglaublich schön, vor allen Dingen auf den Haaren, auf den Klamotten oder wenn ihr euch eingecremt habt, so ein bisschen auf dem Dekolleté. Wenn das Licht ein bisschen gedimmt ist, das sieht so, so toll aus und eine wirklich, wirklich schöne Sache. Und das finde ich im Moment halt auch so schön, ist, wenn die Produkte einfach an sich schon schön aussehen. Ich muss so ein bisschen wegkommen von meinem Gedankengang. Ich habe hier ja keine Produkte als Displayprodukte, weil es hier einfach Arbeitsplatz ist. Aber wenn ich so einen schönen Schminktisch hätte, wäre das ein Produkt, was ich da hinstellen würde. In der Kollektion gibt es viele weitere Nagellacke und auch einen Blush und Highlighter. Und diese Produkte mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich arbeite gerade in der Vorbereitung für ein Full Face Art Deco. Aber das ist ein Produkt, das sieht unglaublich schön aus. Das Pressing hätte ich eher vielleicht in den Frühling gepackt. Ich hätte hier vielleicht ein Sternchen reingemacht. Aber du hast oben einen Blush und unten einen Highlighter. Und wenn du das beides zusammen mischt, sieht das einfach nur wirklich schön auf der Haut aus. Ein schöner Rosenholzton und ein schöner goldener warmer Ton, entweder einzeln oder in Kombination. Auch diese Sets sind neu. Die Tatsache sogar schon hier, weil sie wirklich krass sind, von Real Techniques zu Weihnachten. Die Starlight Night Brush und Sponge Set, da hast du zwei Pinsel und drei Schwämme mit dabei. Wir haben das Mini Holidays Brush Set mit wirklich drei süßen, aber gut aufeinander abgestimmten Brushes und dem klassischen Schwamm. Und das hier, da habe ich jetzt schon die Schwämme rausgenommen. Da ist einmal der klassische mit drin und dieser Schwamm hier. Der ist großartig. Das ist der Miracle Air Blend Sponge. Der ist, ja, das ist fast ist so von der Struktur her wie so ein Putzschwamm, aber ganz, ganz weich und der macht das Make-up unglaublich schön. Und falls ihr morgen noch nichts vorhabt, kommt gerne zu Instagram. Ich bin live morgen auf Instagram. Ich denke mal Samstag 18 Uhr. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr damit einschaltet. Einfach ein kleines Get Ready und da zeige ich euch die Produkte auch nochmal ein bisschen genauer. Die sind jetzt auch online schon verfügbar. Ich denke mal, die sollten in den nächsten Tagen auf jeden Fall auch schon in der Drogerie sein und ab 27.11. auch in den Müller-Filialen. Catrice hat eine neue LE rausgebracht und das ist, da bin ich ehrlich, die erste LE, die mich wirklich, wo mich wirklich nicht ein einziges Produkt angesprochen hat. Nicht ein einziges, das passiert sehr, sehr selten. Das ist die About Tonight LE, glaube ich. Es gibt einmal diese Highlighter-Palette.
Also Packaging sieht cool aus, aber die Farben sind absolut für mich gar nicht tragbar. Und um sie als Lidschattenpalette zu benutzen, ist es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen viel. Wir haben vier verschiedene Farben mit drin. Einmal so ein sehr lilanen. Ich glaube, wenn du eine dunklere Hautfarbe hast, ist das die perfekte Palette für dich, was ich super finde, dass auch da mal dran gedacht wird. Du hast ein Lila, ein Gold, der so ein bisschen aussieht wie der von Fenty Beauty. So ein dunkles Gold und einen sehr, sehr hellen Ton. Für mich wirklich gar nichts. Auch die Nagelsticker für mich nichts. Es gibt auch Lidschatten, so Liquid Eyeshadows in verschiedenen Farben. Aber auch das sind keine Farben, wo ich sage, boah, krass. Du hast Lila, du hast ein Blau. Es gibt zwar so ein Gold und so einen hellen Ton. Das sind dieselben Farben wie in der Palette so ungefähr. Auch die Lippenstifte, so Metallic, Lila und Blau. Für mich leider wirklich dieses Mal gar nichts. Wirklich gar nichts mit dabei. Im selben Atemzug aber diese Christmas Magic Limited Edition mit diesen kleinen Nussknackern auf den Lippenstiften. Die sehen wirklich toll aus. Diese LEs von Catrice zu Weihnachten vor allen Dingen sind wirklich immer sehr, sehr schön. Wir haben drei verschiedene Lippenstifte, einen etwas rosenholzigeren Ton, einen dunklen roten Lippenstift und einen hellen roten Lippenstift. Nagellacke sind natürlich auch mit dabei. Und die Lidschattenpalette, oh, die ist sehr, sehr mutig. Für mich auch hier absolut gar nicht weihnachtlich, aber trotzdem schöne Farben und die Schimmertöne aus diesen Weihnachtskollektionen sind immer sehr, sehr gut. Also wenn ihr wirklich auf etwas intensivere Farben steht, dann könnte das eine gute Lidschattenpalette für euch sein. Bevor wir hiermit weitermachen, wollte ich das Video an dieser Stelle einmal ganz kurz unterbrechen, denn es gibt gerade eine super, super coole Aktion und etwas, wo sich viele von euch mit Sicherheit drüber freuen würden. Und zwar geht es um Uncorrupted Beauty. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor einiger Zeit bereits mit Uncorrupted Beauty zusammengearbeitet habe, weil ich die Herangehensweise der Marke super, super spannend finde. Ich kenne mich natürlich mittlerweile sehr gut in der Kosmetikindustrie aus und ich weiß, wie Preise berechnet werden. Glaubt mir, vieles, was ihr zahlt, ist entweder Name oder einfach random Aufschlag. Und da hat Uncorrupted Beauty gesagt, das machen wir nicht. Wir sind sehr transparent, wie die Preise entstehen. Und vor allen Dingen haben wir Produkte, die in den gleichen exzellenten Laboren produziert werden. Und das merkt man auch. Deswegen freue ich mich, dass ich euch ein paar meiner Favoriten der Marke einmal vorstellen darf. Und ich freue mich, dass es die Produkte auch nun so zu kaufen gibt, mit dem ihr 30% auf das komplette Uncorrupted Beauty Sortiment sparen könnt. Und über den Link unten in der Infobox bekommt ihr auch die Mascara. Die ist großartig, einfach gratis mit dazu. Ich habe nämlich herausgefunden, dass meine Haut sich je nach Jahreszeit immer so ein bisschen verändert und ich doch im Winter, und das hat mich sehr überrascht, um die Nase ein bisschen öliger werde. Ich glaube, es liegt an der Heizungsluft und an der Kälte, an der Wärme, dass die Haut einfach super, super verunsichert ist und nicht weiß, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt Öl produzieren oder ist es trocken genug oder habe ich genug Feuchtigkeitscreme benutzt? Und deswegen habe ich so eine kleine Routine mit den Produkten entwickelt, die super, super gut ist, wenn ihr vor allen Dingen in der T-Zone zu vergrößerten Poren neigt oder wenn ihr zu einer öligen T-Zone neigt. Ich liebe Double Cleansing, das wisst ihr mittlerweile, gerade wenn es wirklich um wasserfeste Mascara, Eyeliner geht oder aber auch eine wasserfeste Foundation. Und da kann ich euch wirklich den Ultra Milk Face and Eye Make-up Cleansing Balm empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle Textur, fühlt sich extrem weich an, ganz, ganz tolles öliges Gefühl ohne diese Schlieren in den Augen. Und sobald ihr Wasser mit dazu gebt, emulgiert das Ganze auf. Ihr habt einen sehr, sehr seidig glatten Schaum und damit nehmt ihr schon mal den Großteil eures Make-ups weg. Die Reinigung ist das Allerwichtigste. Wenn ihr eine unruhige Haut habt, eine gereizte Haut habt, dann könnt ihr keine schönen Make-up-Ergebnisse erzielen. Und jetzt kommt diese Dreier-Schritt-Kombination, die wirklich großartig ist. Das ist, ich habe das getestet vor, ich habe den vor 3 Wochen angefangen und ihr seht, dass da, du brauchst wirklich nicht viel, du brauchst da wirklich nur eine kleine Menge. Das ist der Uncorrupted Beauty Daily Exfoliant Rose Water Toner mit Mandelsäure und Tonerde. Er riecht nicht nur gut nach Rosenwasser, sondern du brauchst auch wirklich nur eine ganz, 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 ganz kleine Menge. Und das arbeite ich mir wirklich in meine Poren hier um die Nase ein. Da sind 1,8% AHA mit drin und Allantoin, was beruhigend wird. Das AHA wird astringierend, also die Poren ziehen sich so ein bisschen zusammen, sie werden gereinigt. Aber durch diese Kombination mit diesem Allantoin ist es nicht so gereizt. Deswegen kann ich den auch wirklich jeden Tag benutzen. Ich habe das oft bei diesen Liquid Exfoliants, dass sie meine Haut einfach zu sehr reizen. Das habe ich hier gar nicht. Und im Anschluss. Und diese Kombination ist unglaublich. Ich liebe das. Ich habe den euch neulich im Vlog gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Das ist der Flawless Effect Blemish Skin Barrier Complex. 5% Niacinamid und 0,5% Salicylsäure. Ihr braucht auch hier nur eine ganz
ganz kleine Menge. Und das arbeite ich mir wirklich auch nur hier in den T-Zonen-Bereich ein, um die Poren so ein bisschen von den ganzen Talgablagerungen zu befreien. Ich habe oft bei Produkten, die Niacinamid beinhalten, das Problem, dass da zu viel Zink mit dabei ist. Hier ist auch Zink mit drin. Zink ist super gut für die Haut, wenn ihr so Unreinheiten habt oder so Entzündungen habt. Aber oft ist die Kombination aus Salicylsäure, aus Niacinamid und Zink zu hoch, dass ihr am Ende so weiße Ränder auf der Nase habt. Das sieht nicht schön aus, das habt ihr hier nicht. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Formulierung. Und da merkt man diese Erfahrung, die die Labore von Uncorrupted Beauty haben, weil sie einfach wissen, wie sie ein gutes Produkt formulieren. Ne, da hat sich nicht irgendeine random Person hingesetzt und gesagt, doch, wir machen jetzt mal ein Niacinamid-Serum, weil das funktioniert gerade ganz gut. Dann machen wir noch ein bisschen Zink rein, dann ist es aber zu viel Zink und dann ist der Ausgleich nicht gegeben. Und es fühlt sich alles super, super glatt an, ohne dass es ausgetrocknet ist. Und euer Make-up hält um den T-Zone-Bereich einfach deutlich, deutlich länger matt. Ansonsten kann ich euch auch noch die Augencreme empfehlen. Die habt ihr, glaube ich, in dem Vlog auch schon gesehen. Ihr braucht nur eine kleine Menge und ihr habt nicht das Problem, dass eure Haut danach so schmierig ist. Ansonsten habe ich die euch letztes Mal schon gezeigt, deswegen nehme ich sie nochmal mit rein. Die Glacier Water Intense Moisture Cream. Super viel Feuchtigkeit. Die benutze ich aber nur abends, muss ich sagen, weil sie sehr, sehr reichhaltig ist. Eine ganz, ganz dicke Creme. Fühlt sich super gut an. Kann man auch sehr, sehr gut auf den Lippen vor Make-up benutzen. Wenn ihr also ein Problem habt mit einer öligen T-Zone, mit einer unruhigen T-Zone, vergrößerte Poren, diese Dreier-Kombination. Das Oil Cleansing, um wirklich abends alles wieder wegzukriegen. Aber dann diesen Rosewater Toner plus dieses Blemish Balm. Diese Kombination, großartig. Ich verlinke euch an Corrupted Beauty mal. Mittlerweile könnt ihr die Produkte auch einzeln kaufen. Und für den Black Friday, das Angebot gilt auch nur noch bis Montag, gibt es 30% Rabatt auf alles. Und die Big Volume Mascara, die ein sehr bekanntes Bürstchen hat. Sichert euch gerne das Black Friday Angebot. Auch eine gute Idee, um sie zu verschenken. Hier sind wir auch schon bei Lavera. Da habe ich die Produkte auch schon hier. Lavera hat eine neue Reihe rausgebracht, die so ein bisschen in die Skincare-Richtung geht. Zwei Produkte kann ich euch auf jeden Fall schon empfehlen. Die habe ich nämlich auch hier. Einmal das Hydro Refresh Spray, Gesichtspflegespray. Es ist parfümiert, es riecht recht intensiv, aber der Sprühnebel ist sehr gut. Das ist so ein bisschen revitalisierend. Also wenn du morgens so ein bisschen müde bist, ein bisschen knautschig, ist das sehr, sehr gut. Aber viel, viel besser. Und mittlerweile auch wirklich einer meiner Favorite Eye Patches sind diese hier. Die Calm and Refresh Eye Patches. Kommen in einer wirklich schönen Verpackung. Ich mag die Farbe sehr, sehr gerne. Und die kosten 9,95 €. Sind sehr, also das Serum da drin ist von der Viskosität her sehr dick. Und fühlt sich unglaublich gut an. Ich hatte sie heute Morgen tatsächlich auch drauf. Und du kannst dein Make-up einfach rübergeben. Das ist für mich ja immer so ein krasses Ausschlusskriterium. Wenn ich so ein Augenpatch drauf habe, will ich mich danach nicht nochmal waschen. Sondern ich will mein Make-up drauf machen. Ich möchte ja diese Feuchtigkeit der Haut nutzen, um dann ein schönes Make-up zu haben. Und das funktioniert damit sehr, 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 sehr gut. Wir hüpfen einmal zu Pflege und Parfum. Wir haben sehr viele Kuschelsocken. Judith Williams hat was Neues rausgebracht, da bin ich sehr gespannt. Ich bin großer Judith Williams Fan. Nicht nur von den Produkten, sondern auch von ihr. Ich würde sie wirklich sehr, sehr gerne mal kennenlernen. Das ist ein Festigung Rose Festigung Glow Serumkonzentrat. Sofortiger Glow und Feuchtigkeitsboost. 90% fühlbar festere Haut. Packaging sieht sehr, sehr schön aus. Soll mit Vitamin E und Ceramiden angereichert sein und kann für ein frisches und erholtes Hautgefühl sorgen. Sieht sehr spannend aus. Die Judith Williams Produkte mag ich wirklich gerne. Vor allen Dingen auch die Make-up-Produkte sind meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Ich habe neulich ein tolles Video gesehen von Schickimicki, von Diana heißt sie ja jetzt auf YouTube, wo sie die Produkte gezeigt hat. Das lohnt sich wirklich, weil es so großartige Produkte sind. Es gibt zwei neue Balea Duschen und zwar die Dusche Let's Get Cozy. Duftet nach Winterzauber, wonach Winterzauber auch immer riecht. Und einmal die Dusche Magic Fairy Day magisch verwunschenem Duft. Ich frage mich manchmal wirklich, was die Leute sich denken, die diese Duftbeschreibungen machen. Ist auch oft bei Parfums so. Woher soll ich denn wissen, wie ein Winterduft riecht? Aber das Packaging ist ganz süß. Was ich mittlerweile mache, da habe ich aber echt eine große Macke. Ich mag diese wilden Aufkleber nicht. Also, das klingt total doof. Ihr seht es ja, ne? Das ist ja so ein bisschen bunt und so ein bisschen kitschig. Und seitdem wir unsere neue Dusche jetzt haben, ziehe ich wie früher auch, da hatte ich auch eine sehr schöne Dusche, diese Aufkleber immer ab, weil ich es viel, auf der einen Seite, damit ich auf der anderen Seite weiß, was es ist, weil es sieht viel schöner aus, wenn du nur
so ein einfaches Packaging hast, oder beispielsweise bei Uncorrupted, da hast du ja auch nur so einen ganz schlichten Flakon und dann dieses schöne Label drauf, dass es nicht so unruhig aussieht. Ich mag das nämlich nicht, vor allen Dingen in der Dusche, wenn da so 20 verschiedene Farben drin sind, ist aber eine große Macke. 55 Cent, ich glaube, die sind sogar wieder günstiger geworden, ne? Haben die nicht zwischendurch mal 80 Cent gekostet? Oh, hier ist noch was. You Make My Heart Smile, das riecht nach magisch süßem Duft. Das habe ich neulich schon gesehen, da habe ich echt noch gar keine Erfahrung gemacht. Von Bee Drop, ist eine recht neue Marke, mit Bienenwachs, aus Bienenwachs und Apitoxin und Kräuterextrakten. Sieht sehr spannend aus, muss ich mal schauen, ob ich das finde bei uns. Die Bee Cream von Bee Drop besteht aus hochdosiertem Bienengift und natürlichen Kräuterextrakten wie Menthol und Eukalyptus. Die spezielle Formulierung sorgt für eine natürliche Gesichtspflege und eignet sich für Gelenke, Muskeln und Rücken sowie Gesicht. Was denn jetzt? Menthol, Eukalyptus, Gesicht, Gelenke, Muskeln? Okay, das muss ich mir mal anschauen. Ich erinnere mich an eine Zeit. Ich weiß nicht, was da. Also meine Pubertätsphase war wirklich, wirklich wild. Ich hatte mal eine Creme, da war ich vielleicht 14, aus Schlangengift. Ja, aus Schlangengift, weil die das Gesicht so ein bisschen wie gebotoxt hat, ne? Also das hat für vielleicht 2 Stunden so ein bisschen die Mimik eingeschränkt. Und da habe ich gedacht, ist es das vielleicht auch aus Bienengift? Aber na gut, ich werde mir das mal anschauen, weil das finde ich schon wirklich ein bisschen schwierig, wenn es für Gelenke und deine Gesichtshaut sein soll. Es gibt ein neues Deo-Spray von Axe und das heißt Flux in Zusammenarbeit mit Luciano, ist ein Rapper. Das riecht nach Vanilla und das könnte mir gefallen. Ich bin ehrlich, bei Axe. Okay, das soll nach warmem Duft von Oud, Wood und Vanille riechen. Das werde ich mir anschauen, weil das ist, ja, wenn du Maxim mit Duft gleichsetzt, Oud und Vanille. Und ich wollte gerade am Anfang sagen, ich bin so ein bisschen skeptisch, was diese Axe Body Sprays angeht oder diese Deo Sprays angeht, weil ich so ein. Wenn ihr alle so in meinem Alter seid, werdet ihr alle dasselbe Sport-Umkleidekabinentrauma haben. Vor allem die Jungs-Umkleidekabine. Axe Dark Chocolate. Dieser Duft, ich rieche ihn mittlerweile 17 Kilometer gegen den Wind und mir wird speiübel. Das riecht nach pubertierenden Jungs in der Duschumkleidekabine, weil die meisten das da auch gemacht haben. Und jetzt hat Axe, und die haben das halt alle wirklich völlig wahllos überall hingesprüht, und jetzt hat Axe wirklich auf der zweiten Bildseite, wenn du durch die Bilder durchswipest hier auf der App, einmal sprühen reicht stehen. Love you, Axe. Vielen, vielen Dank. Das werde ich mir wirklich mal anschauen. Ich habe mit Luciano oder so nichts zu tun, aber Oud, Wood und Vanille, das ist schon wirklich meins. Das könnte vielleicht so ein Ich mache mich mal schnell Frisch-Spray sein. Das finde ich ganz spannend. Das habe ich neulich schon gesehen. Die Marke heißt Allgäu-Quelle. Das ist halt mittlerweile, ne? Oh, mit sowas kriegst du mich. Das ist so ein kleines Säckchen. Aus ein Zirbensäckchen und ein Bio-Auto-Duftspray. Du hast ein kleines Säckchen mit Zirbenspänen und ein Spray, was wohl nach Kiefer riecht. Lorbeer, Kiefer, Fichte riecht. Das klingt nach mir, ne? Kleiner Holzfäller Maxim. Super. Das legt man sich dann ins Auto und dann soll das Auto wohl recht frisch riechen. Mich kannst du ja mit diesen Duftbäumchen jagen, ne? Das erinnert mich immer an Taxifahrten in, weiß ich nicht, Pamukkale alle. So, da gab es auch immer diese, da war ich. Heute so ein richtiges Trash-Video. Ich war mal, es war wirklich das schlimmste Ostern meines Lebens. Meine Mutter wird lachen, wenn sie das Video sieht. Wir sind Ostern in der Türkei gewesen und wir haben gedacht, komm, wir machen heute mal einen Ausflug nach Pamukkale, zu diesen Thermalquellen. Und ich habe mich richtig drauf gefreut. Wir sind 7 Stunden mit diesem Bus dahin gefahren und dann war das so überfüllt und auf den Bildern, ne, sah das so toll aus. Dann sind das nur so kleine Pfützen gewesen, wo 77 Leute in ihre Käsefüße reingehalten haben. Und auf dem Rückweg sind wir dann, weil wir keine Lust mehr hatten, mit dem Taxi zurückgefahren. Und der Taxifahrer hatte ungelogen 5 oder 6 von diesen Duftbäumchen im Auto. War wild. Okay, also das werde ich mir mal anschauen. Ich mag es halt gerne, wenn es so ein bisschen hölzern und ein bisschen rustikaler riecht, ne? Wir hüpfen noch einmal schnell zu Rossmann. Auch da gibt es viele, viele Neuheiten. Die gesamten Limited Editions habe ich euch bereits ja gezeigt. Es gibt neue Limited Editions von Rival de Loop und Rival Loves Me. Sehr, sehr spannende Produkte. Da ist natürlich hier sehr, sehr viel mit dabei. Nagellacke.
Geschenksets. Oh, das finde ich spannend. Physicians Formula. Wollte ich auch mal ein Video machen drüber, ne? Ich komme zu nix. Hat einen Powder Palette Mineral Glow Pearls Bronzer raus. Was denn nun? Also, es ist angeblich ein Bronzer. Für mich sieht es aber aus wie ein Highlighter. Wobei, hier sieht es schon wieder eher wie ein Bronzer aus. 8,99. Ich schaue mir das mal an. Das Packaging sieht ganz süß aus. Sieht so aus, als wäre auf der Verpackung oben drauf so eine kleine Perle draufgeklebt. Ich werde das jetzt endlich mal machen, ne? Ich werde jetzt mal wirklich bei Physicians Formula bestellen. Es gibt ja wirklich viele Produkte mittlerweile bei Rossmann. Da schaue ich mir das Ganze mal an. Und Bad Cosmetics von Bad Moms J, die Rapper und Rapperin hier, die übernehmen wirklich unsere Beauty-Aufträge. Sie hat zwei neue Glosse rausgebracht. Einmal den Gloss Shiny und einmal den Gloss Plumpy. Der soll so ein bisschen plumpend sein und Shiny hat, glaube ich, so Glitzerpartikel mit drin. Der erste Gloss hat mir sehr, sehr gut gefallen, wenn ihr wirklich auf diesen, ja schon fast 2000er durchsichtigen Gloss steht, der wirklich Highshine ist. So ein bisschen wie dieser klassische MAC-Gloss. Ich mochte die Verpackung nicht so. Ich mag diese Applikation nicht unbedingt. Ist aber wirklich gut. Die neuen, ja. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, krass. Ich glaube, fällt für mich eher, bin ich ehrlich, so ein bisschen in Merchandising rein. Bin sehr gespannt, welche Produkte ihr diesen Monat in der Drogerie für euch neu entdeckt habt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und auch hier nochmal ein kleiner Reminder. Schaut unbedingt bei Uncorrupted Beauty vorbei. Es lohnt sich wirklich sehr. Und so eine Mascara kann man natürlich immer gebrauchen, ihr Süßen. Passt auf euch auf. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.